Moin, moin und herzlich willkommen zurück zum Iron Kerman und dem vermutlich am meisten und heftigsten gezeitrafferten Video, das ich jemals auf diesem Kanal veröffentlicht habe. Yay, Weltrekord. Mit der Reise nach Jol. Ich habe da mal ein Manöver vorbereitet. Wie ihr seht, habe ich da ein bisschen rumgetüftelt, bis ich einen Treffer hatte und das sind knappe 2000 Delta V. Guckt man jetzt auf eine Translationsrate von Kerman aus, sind das normalerweise 1900 für einen Human-Transfer. Von Duna aus sollte das deutlich weniger sein, aber ich fliege natürlich keinen Human-Transfer. Wenn man jetzt unten mal so auf die Burn-Time achtet, stellt sich raus, wow, 2 Stunden, 11 Minuten. Yay. Ja, war insgesamt gar nicht so spannend. Ich habe mich währenddessen beschäftigt, indem ich die Tanks ausbalanciert habe, wie ihr hier sehen könnt, damit ich es nach und nach geschafft habe, auch mal auf Vollschub zu gehen. Und in meinem Kopf vorbereitet habe, was ich alles für tolle Manöver fliegen will. Und habe dann letzten Endes, wenn wir alle ehrlich zueinander sind, 2,5 Stunden vor dem Rechner gesessen und dieses Manöver geflogen. Für euch schon mal die gute Nachricht, ich habe zwar Aufnahmen davon gemacht, aber A, nicht alles. Und B habe ich die massiv zusammengeschnitten, um das euch jetzt mal zu zeigen. Ja, hier sieht man die Kerbin Sprite, wenn wir mit Dreiviertel Schub fliegen im Anflug auf Jol. Da war sie auch noch stabil. Und nachdem ich ein bisschen Treibstoff aus den Containern dann verbraucht hatte, sodass das Schiff nicht mehr ganz so weit mit dem Gewicht nach außen lag, habe ich dann auch ein bisschen rumexperimentiert, ob man mit der ganzen Chose nicht mal auf Vollschub gehen kann. Das hat dann auch funktioniert. Ich habe noch ein paar Sonnensegel von den Satelliten dazu ausgeklappt und werden wir sicherlich auch gleich sehen. Warum ich da die ganze Zeit dann auch die Xenon-Container offen hatte, war, damit habe ich mich so beschäftigt, während der gesamten Zeit, in der es hieß, diesen Burn zu machen, nämlich den Zeitpunkt nicht zu verpassen, wo ich diese Xenon-Kanister wirklich auch loswerden kann. Und jetzt denkt ihr sich, uah, langsames Schiff, ewiger Burn. Ja, aber, weil ich bin extrem schnell unterwegs. Wenn ihr mal um links guckt, ich bin jetzt bei knapp unter 5 Jahren Missionszeit. Ich habe schon den Mond besucht. Ich habe bereits Duna und Ike besucht und bin jetzt schon im Transfer nach Jol rüber. Jetzt halt auch mit Vollgeschwindigkeit. Und soweit ich das zumindest aus den Screenshots der anderen Iron Kerman-Teilnehmer sehen kann, bin ich mit Abstand bisher am schnellsten durch das Sonnensystem unterwegs. Ich glaube, die anderen sind alle so bei 20, 30 Jahre Missionszeit, wenn sie bei Jol ankommen. Ich habe jetzt natürlich noch nicht von allen mir die Sachen komplett im Detail angeguckt. Und leider gibt es halt auch keinen Geschwindigkeitsbonus an Jol. Deshalb, ja. Ist das schön, das zu wissen, aber es bestätigt auf jeden Fall dieses, was ihr sicherlich schon mal gehört habt, so, oh, ganz wenig Beschleunigung, aber die Raumschiffe sind ganz schnell, weil ich fliege keinen Human-Transfer. Ich fliege einen relativ unidealen Kurs, wo ich deutlich mehr Energie für oder Antriebsenergie für aufbringen muss. Aber ich kann es halt einfach machen, weil mein Treibstoff halt sehr, sehr effizient ist. So, ihr seht hier, wie nach und nach meine Ersatzcontainer quasi ausgehen oder weniger werden und sich leeren. Ich habe das dann halt immer so ein bisschen umgefüllt, dass das wieder gleichmäßig wird. Und während der ganzen Fliegerei habe ich auch mal so die ganzen Planungen und Berechnungen, muss ich ja alles von Hand irgendwie machen, für die Jol-Monde gemacht. Und dabei hat sich herausgestellt, dass ich von Val und Tylo wohl die Finger lassen muss. Also das werde ich nicht schaffen mit meinem Lander. Das heißt, von den 5 Monden, die man besichtigen muss, werde ich wahrscheinlich eh nur 3 anfliegen können. 3 muss man wohl Minimum auch machen. Ich hoffe, dass dann alles gewertet wird, weil ich habe halt keinerlei Toleranz mit drin. Und Val und Tylo mache ich deswegen nicht, oder Tylo, weil ich da nicht keinen Bock drauf habe oder so, sondern weil mein Lander das einfach nicht kann. Also ich habe nicht genug Delta V in meinem Lander, also wenn ich zumindest mal die Ergebnisse aus der Mondlandung hochrechne, um das hinzubekommen. Das ist einfach too much. So. Das heißt, wir werden im ersten Anflug uns dann Jol und Laite vornehmen und ich versuche dann mal gucken, wie es mit den Manövern läuft, noch einen Schwung raus nach, wie heißen sie, Bob und Pol, glaube ich, zu machen. Dass wir dann da noch arbeiten können. Ja, und dann kommt die schwierige Entscheidung, ob wir die ILO-Mission machen oder die Mission zu Planet, nämlich Komet-Q. Komet-Q hat das Problem, man muss mit 2 Geräten andocken. Da muss ich nochmal mit der Rennleitung diskutieren, ob andocken auch gilt, wenn ich Docking-Port dagegen halte, weil ich habe halt nur eine Greifklaue mit dabei und ich kann halt nicht echt andocken. Wenn das geht, wäre ich fast versucht, mir den Kometen zu schnappen, weil das einfach eine größere Herausforderung wäre. Wenn das nicht geht, dann fliege ich nach ILO und probiere da
eben das zu machen, was da noch verlangt ist. So, hier leert sich jetzt langsam der letzte Zusatztank, den wir in Duna aufgeschnappt haben, dem Ende. Und dann geht die große Prozedur, von der ich sehr viel Zeit hatte, sie vorzubereiten, los. Das heißt, ich mache erstmal alle Tanks auf, die ich in meiner nächsten Zusatztank, das ist ja der eingebaute Zusatztank, den ich später noch abwerfen kann. Dann mache ich hinten alle Triebwerke einmal aus. Warum, werdet ihr gleich sehen. Das ist ein überaus durchgeplantes Manöver. Ich hatte aber auch eine Stunde Zeit, mir das zu überlegen. Mache diese beiden Satelliten an und trenne das hier ab und zünde meinen Antrieb, indem es mich seitlich wegdrückt. Yay, wie cool ist die Idee denn, oder? Ja, Antriebe wieder aus, andere Antriebe wieder an. Währenddessen entfernt sich unser Zusatztank und ich habe dann noch versucht, ein schönes Bild zu bekommen, wie quasi vom Zusatztank aus gesehen die Kerbin Sprite weiterfliegt in Richtung Yol. So, ist dank Zeitraffer jetzt aber auch schon wieder vorbei. Ich muss dann einmal zwischendurch das Manöver korrigieren, weil irgendwie alles bla und hin und her schalten und tralala und irgendwie war das Manöver dann weg oder kaputt oder was auch immer. Ich muss es auf jeden Fall nochmal machen. So, und habe dann hier quasi meinen Eintritt in den Yol-Orbit in 600 Metern pro Sekunde Geschwindigkeit, die ich noch aufbringen muss und mich dann freuen kann. So, insgesamt habe ich dann auch noch ein paar nette Erfahrungen gesammelt. Ich habe Videos davon gemacht und heb die auch auf. Es wird später mal ein Outtakes-Video auch geben. Es ist im Moment einfach noch zu wenig. Bremst nicht in der Atmosphäre von Yol. Versucht es einfach nicht. Es ist eine schlechte Idee. Also ich habe mal probiert, mit der Kerbin Sprite einen Aerobrake an Yol zu machen. Das kann man sich sparen. Das ist genauso gut, kann man gegen eine Backsteinwand fliegen. Das kommt grob aufs Gleiche raus. Also von daher, kleiner Tipp, falls ihr es mal versuchen wollt. Versucht's ruhig, aber ihr könnt euch das auch sparen. Es ist einfach, ihr solltet einen Quicksave davor haben. Dann habe ich das Gleiche nochmal probiert. Mit ähnlich hoher Geschwindigkeit an Laite. Solltet ihr auch nicht machen. Also nicht mit der Geschwindigkeit zumindest und nicht mit so einem großen Schiff. So, und hier seht ihr, wie das letzte Meterchen des Manövers es langsam an den Punkt zwingen, zu dem ich es haben will. Was allerdings auch in einer sehr hohen Flyby-Geschwindigkeit mündet. Das ist mir dann erst später klar geworden, als die Aerobrakes nicht gingen. Und deshalb musste ich mir was überlegen und habe versucht, ein Manöver danach zu finden, weil das hier schießt mich jetzt quasi ins... Also ich... machen Gravity Swing oder Gravity Assist an Yol quasi, was dazu führt, dass es mich stumpf aus dem Planeten an den System, also wirklich aus dem Solarsystem schießt. Und da das nicht funktioniert hat, musste ich mir was anderes überlegen und ich habe mir ein Manöver gebaut, mit dem ich an Yol vorbeischwinge und dann einen negativen Swing bei an Laite mache, um mich ohne, also nur über die Gravitation abzubremsen. Und dafür musste ich dann sage und schreibe, um das Manöver zu fliegen, ich glaube, die Manöverplanung seht ihr jetzt auch gleich, genau, 14,5 Meter pro Sekunde investieren. Und dann zeige ich euch einmal das Manöver und wo ich dann gerade bin. Und das ist dann auch schon der Punkt, an dem ich mich jetzt gerade befinde. Das heißt, was ich mache, ich habe den Swing-By um Yol ein bisschen abgeschwächt, damit ich nicht so tief in sein Gravitationsfeld reingehe. Und habe mich dann von Yol in das Gravitationsfeld von Laite schießen lassen. Da aber Counter, also quasi ein negativer Gravity Assist, sodass Laite mich abbremst. Und Laite hat eine unglaublich schnelle Umlaufgeschwindigkeit. Guckt euch das mal an, wie schnell Laite sich auf der Umlaufbahn dreht. Und gibt mir dadurch unheimlich viel Impuls mit und bremst mich jetzt dann eben, so ist der Plan, sehr, sehr stark ab. Hoffen wir, dass es funktioniert. Wir sehen uns dann beim Anflug auf Yol und Laite. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.